Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Bruderbaustelle. Und ja, mal wieder ein neues Video. Und ihr seht schon, ich habe euch hier etwas Großes mitgebracht dieses Mal. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal an, oder? Und zwar, ihr wisst, ich habe es in einem früheren Video schon mal erzählt, ich verlinke euch das nochmal, haben wir den Michi und der macht lauter so Drucksachen für mich, für uns. Ja? Und ich zeige euch nochmal solche Sachen hier, zum Beispiel solche Stützen oder so Absperrungen. Solche Absperrungen. Ja, und auch natürlich diese großen Sachen, wie jetzt diese Fahrbahntrenner als Gussform, Baustützen. Und auch diese schönen Teile hier, die ich so super finde. Ja, sind sehr leicht und kann man einfach endlos aneinander stecken. Ich finde die klasse. Schauen auch immer gut aus auf dem Parcours. Einfach durch die Farbe natürlich auch nochmal hervorgehoben. Einfach klasse. Ja. Wie ihr da hinkommt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, weil die Frage kommt immer wieder. Auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de, gleich auf der allerersten Seite, findet ihr etwas weiter unten die Highlights. Und da ist gleich als erstes der Artikel Druckservice und Baustellenequip. Und ein Stück weiter übrigens auch der Hydraulikservice. Für alle, die das noch nicht gesehen haben oder noch nicht gefunden haben, Hydraulikservice vom Siggi für zum Beispiel die Carbolite-Modelle. Einfach das Teil als Anfrage in den Warenkorb packen, der Euro fällt natürlich nicht an, aber das erlaubt mir, dass ich euch bzw. eure Daten weitergebe und ihr kriegt dann direkt Bescheid von den beiden. Ja, wie gesagt, Hydraulikservice vom Siggi und 3D-Druckservice vom Michi funktioniert einwandfrei. Ja. Und wie gesagt, jetzt zu diesen Sachen, die wir schon hatten. Schaut in das Video. Kommt was Neues. Dieser wunderschöne Riesencontainer hier. Ich habe mal eine Figur mit dazu gestellt, dass ihr mal einen Maßstab habt. Also der kommt hier wunderbar durch die Tür. Und brauchen wir gleich. Wir haben hier eine Tür mit drin, die schwingt auch. Zeige ich euch alles gleich, wie das aufgebaut ist. Wir haben hier Fenster drin. Und ich habe jetzt bei meinem Container hier ringsrum geschlossen. Und hier ist jetzt bis auf die Tür, zeige ich euch, wie gesagt, nichts geklebt. Das ist jetzt erstmal fest. Ist also wunderbar. Ultramassiver Container. Was haben wir denn für Maße? Wir haben eine Länge von 36 cm, eine Breite von 18 und eine Höhe auch von 18. Also 18, 18, 36. Und für alle, die das sofort überrissen haben, natürlich, wenn ich nur einen halben Container mache, hätte ich genau einen Würfel. 18, 18, 18. Ja? Ist also perfekt. Und dadurch ultramodular. Das heißt, das Ganze ist ja hier gesteckt. Und dementsprechend können wir das so aufbauen, wie wir das wollen. Die Tür, um das gleich vorne wegzunehmen, die Tür ist noch die Prototypwand. Da gibt es schon eine neue. Aber ja, lustig. Wir haben, aus was besteht so ein Set? Oder was haben wir für Teile aktuell? Da kommen mit Sicherheit noch viele Teile dazu. Der Kopf ist voll. Das hier sind Boden- und Deckenplatten. Und die sind richtig massiv. Ja? Also, da schau mal her. Wahnsinn. Also die Dinger sind richtig, richtige Klopper. Nicht irgendwie so dünnes Blech oder irgendwie sowas, sondern richtig dicke Teile. Dann haben wir die geschlossenen Seitenwände. Die sind auch dementsprechend dick. Und wir haben ein Fensterteil. Das ist das hier. Da habe ich jetzt eben hier vorne eins eingebaut. Und dann haben wir hier die Türe. So. Noch ist keine Türe drin. Die Türe kommt einzeln mit Rahmen und mit Türe. Und jetzt kommt die Besonderheit. Das heißt, ich bohre hier einfach oben unten ein Loch rein, stecke eine kleine Schraube rein, ein Stück Draht oder sowas. Hier ist übrigens ein Stück Draht einfach drin. Und dann kann ich die Türe so ins Schwingen bringen. Und vor allem, ich kann sie auch einfach andersrum hinbauen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte aber eine Tür, die in die andere Richtung aufgeht, dann drehe ich das einfach um. Gar kein Problem. Ja? Wenn das fertig ist, wird das hier einfach eingeklebt. Und fertig. Ja? Und in meinem Fall habe ich es jetzt einfach hier innen mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert. Das heißt, die Tür ist jetzt fest. Ich kann aber den Heißkleber natürlich, weil der sich ja nicht direkt voll reinschmilzt, einfach wegmachen und könnte die Tür jetzt auch umdrehen. Ja? Und wie ihr seht, ist dieses Teil natürlich genauso wie so rum verwendbar und ich kann einfach die Tür umdrehen, sollte ich irgendwann mal den Anschlag ändern wollen. Ist also super. Ja? Also, das ist das Türteil. Und dazu haben wir dann die Stützen, diese Eckteile und das Mittelteil. Das heißt, so schauen diese Eckstützen aus.
und eben die Mittelstützen. Ja? Und wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen hier einfach ein Teil, dann stecken wir hier die Stützen rein. Schauen wir mal. So, nehmen wir mal eine Wand oder ein Fenster. Und jetzt ist es so, wir haben echt lange probiert. Das ist ja schon der, was weiß ich, wie viel der Prototyp. Machen wir es strenger, machen wir es leichter. Also der ging jetzt relativ leicht rein. Machen wir es eher fester oder machen wir es ganz locker. Und dann ist es aber so, wenn ich es jetzt eben etwas strenger alles mache, dann muss ich vielleicht hier und da auch mal ein bisschen nacharbeiten. Mit dem Cuttermesser oder beziehungsweise einfach ein bisschen rauskratzen aus so einer Schiene mal, dass das da noch besser reinflutscht. Hier sehen wir schon. Ja, so. So. Haben wir noch? Wir haben noch eine Wand. Würde ich hier auch so locker flockig hier reinbringen. So. Brauchen wir noch mal eine Ecke. Ich mache jetzt vorne mal prophylaktisch die Tür mit rein. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Und ja, die ist ja natürlich noch nicht gebaut. So, Deckel drauf. Ja. Gucken. Ja. Klick. 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 So. Das ist jetzt ein Mini-Würfel, ein Mini-Container in dem Fall. Und was jetzt eigentlich das Geniale ist, und das war das, wo ich gesagt habe, nein, wir brauchen das modular. Denn klar, so ein Container kann ich auch aus kompletten Stücken machen. Jetzt nicht vielleicht gedruckt, vielleicht gefräst, wäre alles auch kein Thema. Aber ich wollte es wirklich so haben, wie es jetzt hier ist. Und es gab echt Diskussionen auch. Denn jetzt bin ich natürlich hier modular aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt hier, ich zeige euch das mal, jetzt hier natürlich einen Deckel runter machen. Ich zeige euch das auch mal hier innen drin. So sieht das Ganze aus. Und kann jetzt sagen, ich möchte jetzt aber hier zum Beispiel einen L-Container basteln. Das heißt, ich nehme hier die Seitenteile raus. Seht ihr überhaupt was? So. Brauchen wir noch eine Bodenplatte auf diese Seite. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen hier noch eine Ecke. Brauche ich noch ein paar Ecken. Wir gehen die Ecken aus. So. Also ihr seht, das Tolle ist wirklich, ich kann es jederzeit auseinanderbauen. Und ja, die gehen ein bisschen streng, aber es geht. Und das ist das Wichtige. So. Brauchen wir noch ein paar Ecken. Hier eine Ecke, da eine Ecke. So, da haben wir schon ein Fenster. Da machen wir hier mal zu, würde ich sagen. Guck mal. Müsste eigentlich so passen. So. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal ein Fenster rein vielleicht. Passt das? Nochmal oben her, das geht mir ein bisschen einfacher als von der Seite. So, das ist eins, das war noch gar nicht in Benutzung, das Teil. Dementsprechend geht es noch ein bisschen strenger. So. Schauen wir mal, ob wir das so managed kriegen. Jawohl. Jawohl. So, also diese Seite ist schon mal fertig. Können wir eigentlich auch gleich einen Deckel drauf machen. Super. So. Und da machen wir aber bloß noch mal eine Wand rein, denn eine zweite Tür brauchen wir hier nicht. Ach. Die hier. Ja.
Jetzt selber klemmt. Da. So, das war's auch schon. Und schon haben wir ein L. Container. Tür, Fenster. Nochmal mit Fenster. Oh, ich habe aus Versehen ein bodentiefes Fenster bekommen. Genau. So, und hier ist alles zu. Funktioniert einwandfrei. Und wie gesagt, wenn es mir so nicht mehr gefällt, wenn ich es anders will, ich kann natürlich auch in die Richtung einfach weiterbauen. Ich kann die auch stapeln. Da kommt bald was, wenn wir sie stapeln. Ein kleines Gimmick als zusätzliche Teile. Ich kann sie, wie gesagt, lang bauen. Ich kann sie kurz bauen. Ich kann sie so bauen, dass ich sie mit einem Trailer transportiere. Alles überhaupt kein Problem. Ja? Wie gesagt, soweit, so gut. Gefällt mir wahnsinnig gut und wird mit Sicherheit ein Highlight auch wieder auf dem Parcours mit den anderen Sachen. Lackieren kann man es natürlich. Wir haben jetzt hier in Schwarz einfach durchgedruckt, weil es halt im Endeffekt gerade drin war im Drucker. Einfach Grundierung drauf. Und die Farbe eurer Wahl. Weiß, grün, lila, keine Ahnung, was ihr wollt. Ja, also, wie gesagt, auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de, gleich auf der ersten Seite unten den Baustellen Equip anklicken, rein als Anfrage und dann kriegt ihr Bescheid mit Preisliste, Teileliste und so weiter. Ja? Und ihr seht immer noch im Hintergrund stehen die ganzen LKWs, das kommt jetzt dann auch gleich. Bin ich dran, bleibt gespannt, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Meldung, wenn das nächste Video online geht. Also, bis bald!